Hallo und willkommen beim Video zu mobile Systeme. Der Titel hier ist natürlich im Kontext mit dem Studiengang Smart Factory zu sehen, zu dem das Modul gehört. Hier geht es also nicht um Autos oder um Planeten, sondern um Digitalisierung, die unterwegs ist, also in Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets und darum, wie die sich programmieren lassen. Dafür verwenden wir Web-Apps, ein sehr vielseitig einsetzbarer Ansatz. Und ein Ansatz, der ja auf Webtechnik beruht. In Smart Factory gibt es ein weiteres Modul, das sich intensiv mit Webtechnik befasst, Service Computing. Grob kann man sagen, dass sich Service Computing mit dem Machine-to-Machine-Einsatz von Webtechnik befasst, während mobile Systeme den Fokus auf Human-to-Machine hat. Wir fangen mit dem Modul ziemlich weit vorne an, soll heißen, auch wenn wir viel programmieren, müssen Sie keine Programmiervorkenntnisse mitbringen. Anhand von Beispielen befassen wir uns im ersten Drittel des Kurses mit den Grundlagen von HTML, CSS und vor allem JavaScript. Und dann stürzen wir uns, oder ich Sie, in ein Projekt. Und das ist eine Web-App, die auf besondere Art mobil ist, das Infotainment-System eines Autos. Auch wenn das Auto zwar durch die Gegend fährt, ist unser System im Auto eigentlich stationär. Wir sehen dabei auch, dass Webtechnik ein sehr wirtschaftlicher Ansatz für ganz viele Systeme sein kann, die ein User-Interface brauchen. Hier sehen Sie ein bisschen, wie wir vorgehen. Erstmal das Gerüst kommt hier, sieht dann ungefähr so aus, schon fast, als wäre es fertig. Und dann füllen wir es mit Funktionalität, wie zum Beispiel dem Farbselektor fürs Autoambiente. Hier kann man sogar auch als Video anschauen, wie das dann werden soll. Oder die Fahrzeugdaten, die hier unten irgendwo sind. Dabei möchte ich möglichst viele Eindrücke aus dem Realleben eines Entwicklers vermitteln und der sieht eben nicht so aus, dass ich mich zu Beginn eines Projekts erstmal mit 2000 Seitenschmökern in die Versenkung verabschiede, sondern dass ich von Minute 1 an versuche, produktive Inhalte zu generieren. Das bedeutet, dass Ihre Neugier, Ihr Forscherdrang und Ihre Fantasie gefragt sind. Gefordert, kann man sagen, denn wir gehen mit den Webtechniken und Programmierkonstrukten durchaus auch in fortgeschrittene Bereiche, wie zum Beispiel Web Components, Custom Elements oder Promises. Ihr Projekt entwickeln Sie unabhängig, also jeder für sich, aber im ständigen Austausch mit der Gruppe und mit mir. Und Sie bekommen dafür von uns einen Raspberry Pi als Miniserver, leihweise, sodass Sie auch zu Hause in Ruhe herumprobieren können. Im Vorbeigehen nehmen Sie in diesem Modul auch wichtige Praxiskenntnisse mit, zum Beispiel, wo man sich die nötigen Infos sucht und wie das Versionsmanagementsystem Git funktioniert oder wie man sicher auf andere Rechner über das Internet zugreift. Ich würde mich freuen, Sie bald hier bei uns begrüßen zu können. Tschüss!